Oh, ich muss aufpassen, ich habe nicht so viel, ich habe die Seemotte nicht mit und so, ne? Wollte vielleicht nicht zu tief tauchen. Oh, Metallschrott nehme ich mit. Kann mit dem Teil abbauen, das ist supi. Nein, brauchen wir nicht. Irgendwo Gestein hier? Oh, wie riesig schon unsere Base ist, ne? Weißt du, jetzt wo du Titan brauchst, findest du keins. Ist doch immer so. So, warte. Hier werden wir doch bestimmt fündig, oder? Pack das mal eben weg. Gibt's doch nicht. Sonst habe ich immer überall Titan gesehen, nur jetzt nicht, oder was? Oh nein, da ist wieder dieses Bombending drin. Da gehe ich erst recht nicht rein. Habe ich hier alles abgegrast an Titan oder was? Spawnt das nicht mehr nach? Oh, hallo. Ist hier vielleicht Metallschrott zufällig am liegen? Natürlich nicht. 30 Sekunden. Thomas, ja. Oh, tschüss. Wie schnell er einfach war. So, lass mal gucken. Da sehe ich doch noch Titan. Da sehe ich auch Metallschrott. Das ist super. Müssen nur aufpassen, weil das Metallschrott natürlich viel Platz wegnimmt, ne? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Kupfererz haben wir genug von. Gibt's auch gar nicht. Die ganze Zeit findest du hier, die ganze Zeit findest du hier Titan und so. Und jetzt genau, wenn du es brauchst, ist es gar nicht vorhanden. Ist nicht available. Not available. Natürlich, und jetzt findest du alles andere. Es ist immer so, ne? Immer so. Das, was du, immer so. Es ist immer, es ist in Spielen immer so. Immer das, was du, wenn du brauchst, ist nicht da. So, Kupfererz-Inventar ist voll, ganz toll. Das ist großartig. Und die Ressourcen schmeißen sich jetzt nicht mehr weg. Ah, oh, hier ist nochmal Metallschrott. Komm, drauf geschissen, das finden wir alles wieder. Aber das wird nicht reichen, ne, oder? Das wird nicht reichen. Dann nehmen wir das doch mit, Entschuldigung. Egal. So, düsen wir mal. Kann ich auch nur die Lampe anmachen? Ah ja. Okay, so. So, dann schauen wir mal. Welcome aboard, Captain. Hello. Dann können wir jetzt aus dem Metallschrott können wir jetzt Titan herstellen. Was ich auch direkt mal machen werde. Hier. Flip. Und flip. Viermal Titan. Ja. So. Brauchen wir jetzt nochmal Titanbarren? Ja, einmal brauchen wir noch, ne? Sehr schön. So, was wollten wir jetzt herstellen? Sag mal an. Ach ja, wir wollten die Stufe hier, ne? Die Seemottenstufe 1. Können wir jetzt herstellen? Ach ja, das geht ja nicht. Ach, ich bin so doof. Das geht ja nicht, weil wir ja den... Ach, wir haben doch die Werkbank dafür nicht. Ich bin so doof. Es tut mir leid. Wir haben doch diese Werkbank dafür nicht. Ah, jetzt haben wir es umsonst hergestellt. Na toll. Wir brauchen nur noch diese erweiterte Werkbank. Oh nein. Ja, oder? Nee, Moment. Ja doch. Ich weiß ja nicht, wie man es herstellt.
Können wir überhaupt was herstellen? Bilderrahmen, ganz toll. Wünschtes Foto in deinem PDA hoch, ja. Ja, die modifizierte Station und die Energieladestation, das wäre doch super. Jetzt weiß ich, was ich bauen wollte. Glas. Fünfmal Glas. Okay, wir brauchen noch dreimal Glas. Eins, zwei, drei. Okay. Das muss ich jetzt ausprobieren. Ich muss das ausprobieren. Das ist das, was ich eigentlich bauen wollte in diesem Mehrzweckraum. Das wollte ich eigentlich ausprobiert haben. Moment, ich muss erst wieder das Teil holen. Wir sind nicht fertig mit Bauen. Was habe ich denn da beim letzten Mal erzählt gehabt? Ich bin so doof. So. Ja, ich habe auch nicht meine hellen Momente, ne? So. Gut. Mit der 5? Nein, warte mal, wo war der Raum jetzt? Da. Ich verlaufe mich schon, so groß ist das hier. Orientierung wie eine Bratwurst. So, ich wollte bauen. Was wollte ich denn bauen? Ich wollte das Aquarium bauen. Alter. Ein Zuchtbehälter wollte ich bauen. Aquariums provide an ideal opportunity to study alien fauna up close. Select carefully which life forms you bring on board. They may also be studying you. Kann ich jetzt einfach darauf zugreifen oder wie funktioniert das? Wie funktioniert denn das jetzt hier? Was stand denn da in der Datenbank? Warte mal, bevor wir jetzt die anderen Sachen jetzt lesen. Die Baupläne. Und zwar Blutlicht, Lebensform Zuchtbehälter. Daher wurde der Lebensform Zuchtbehälter entwickelt. Er ist in letzter Zeit. Eine Luke muss eingebaut werden, um den Zugang zum Behälter zu erlangen. Achso, okay. Oder muss ich den unter Wasser bauen? Warte mal. Was brauchen wir denn nochmal für eine Luke? Eine Luke muss eingebaut werden. Haben wir alles? Wow. Muss ich die oben bauen, die Luke? Nein, oben kann ich sie nicht reinbauen. Okay. Kann ich sie unten drunter bauen? Nein. Jetzt lass mich raten, ich muss das Ding draußen bauen, oder? Ich dekonstruiere das mal wieder. Gott sei Dank kriegen wir alles wieder. Muss ich das draußen bauen? Das ist ein Zuchtbehälter? Wo muss ich den denn hinbauen? Hä, wo baut man denn sowas hin? Oder war das schon richtig? Oder warte mal, oder muss ich erst die Luke bauen? Nee, das ist ja eine... Hä? Nee, das ist ja falsch. Warte mal. Vertikale Verbindung nach unten. Aber von unten kommt man ja nicht rein. Da war ja alles voller Sand. Oder kann man einfach eine Luke da anbringen? Aber das geht ja wahrscheinlich nicht, ne? Ach doch. Lol. Okay, dann bringe ich die hier an. Oder? Oder eher direkt, ne, direkt am Eingang, oder? Wie geil ist das denn? Ich schwimme in meinem eigenen Aquarium. Blub, blub, blub. Mein eigenes Aquarium für zu Hause. Ah, Brutkasten. Ah, guck mal an. Beetkasten benutzen. Lol.
Ach, lass mich raten. Jetzt könnte hier zum Beispiel auch die Pflanzen... Kann ich da einfach... Warte mal. Jetzt wird's ja interessant. Hohoho. Kann ich da zum Beispiel die jetzt benutzen? Ich habe jetzt eigentlich alles gebaut, was ich wollte. Ich leere mal eben mein Inventar. Warte mal. Alles, was ich jetzt gerade mal nicht brauche. Kupfer. Lithium war da. Lithium. Und die Titanbarren packe ich da auch mal mit rein. Die Samen. Und ich wollte jetzt ausprobieren mit den Fischen. Geht das jetzt? Kann ich jetzt einfach Fische sammeln und da reinschmeißen? Vermehren die sich auch? Also tun die auch, ne, du verstehst hier so. Knickknack und so, weißt du? So hier, Glubschi zum Beispiel. Glubschi mit zwei Glubschis so zusammen. Jetzt bleib doch mal stehen. Jetzt komm doch mal her, Mann. Jetzt schwimm doch nicht weg, Glubschi. Ich will dich doch aufziehen und aufpäppeln. Geht das jetzt? Also... Den kann ich nie aufsammeln. Da ist nochmal... So gut, ich glaube, wir haben erstmal genug. Ja, man kann nie genug haben. So, warte. So, da. So, kann ich jetzt einfach die rein... Nee, warte mal, hä? Das geht. Aber Fische nicht, oder was? Oder schmeiße ich die einfach raus? Ach, die schmeiße ich einfach wieder raus, oder was? Nein, wie geil! Und die Pflanze habe ich ja auch reingepflanzt. Das heißt, ich mache die andere auch direkt hier rein. Hey, mein eigenes Aquarium! Na, Glubschi, wie ist denn so die Lage? Voll geil! So. Das ist ja witzig. So, unser eigenes Aquarium. Was wollte ich jetzt? Achso, die Pflanze wollte ich noch holen. Ich wollte noch mal ein paar mehr Fische holen, weil wir schon einmal dabei sind. Lochfisch. Was? Siedeln die sich hier an? Kann das sein nach einer Zeit? Und noch ein Lochfisch. Mhm. Und noch ein Bumerangfisch. So. Die kann ich ja dann bei mir scannen direkt, ne? Quasi. So, ich pfeffer die direkt mal da rein. So, guck mal, ihr kriegt einen neuen Kumpan hin. Und zwar einmal Mädchen, einmal Männchen, einmal Weiblein. So, scannen, sagst du, ne? Kann ich jetzt... Wo ist er denn jetzt? Der Loch da. Nein! Jetzt habe ich den wieder eingepackt. Oh, ich bin so doof. Kann ich den nicht scannen? Doch. Der ist so klein. Ihr schmeckt alle wahrscheinlich richtig köstlich. Mmh, lecker, 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 lecker. Mmh, heute Abend gibt's Brathering. Ich freue mich. So, aber die Pflanze würde ich gerne einmal holen. Die würde ich gerne einmal holen. Haben wir sonst noch was drin? Irgendwie hier Samen. Das könnte bestimmt auch gut passen. Stampf, stampf, stampf. Wir müssen gleich was trinken, ich weiß. So, dann würde ich die noch mit reinpacken und ich würde den Samen mit reinpacken. Ja, das geht. Cool. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ach, guck mal, hier wächst schon was. Was ist das hier, was hier wächst? Blaupalme wächst. Ach, wie geil. Das ist ja geil. Ja, jetzt wird's ja interessant. So, gut. Dann trinken wir mal was und essen. Apropos Essen, ne? Ja, hier, trinken. Vital signs stabilizing. Ja, brauchen auf jeden Fall... Auf jeden Fall noch ein paar mehr Fischies. So, erstmal essen jetzt. Und können wir... Ich wollte gleich nochmal irgendwas geguckt haben, ob wir noch was bauen können. Lupschi, komm her! Lupschi, komm her. Ja, komm. Ich frage mich, wie viele Fische man da reintun kann. Ich frage mich, wie viel da wohl reingehen.
Ob man das komplett voll machen kann? Calorie intake recommended. Ja, ich bin dabei. Ja, mein Magen. So. Ob man da auch wohl Gepökelte reinschmeißen kann, also wenn man die schon gegrillt hat. Hm, wahrscheinlich halten die sich dann länger. Diese Wasserstation wollte ich mal gucken, gleich. Das wäre noch interessant. Ob wir diese Wasserstation bauen können, die halt gefiltertes Wasser herstellen kann. Na, ach, jetzt haut er ab, ernsthaft. Weißt du, was ich meine? Dass du dann halt Salzwasser in normales Wasser filtern kannst, dass wir das dann trinken können. Das wäre super. Lupschi, du haust nicht ab. Natürlich haut er ab. Es ist so ein Drecksack, der weiß ganz genau, was ihm blüht. Ham. Ham, nam, 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 nam. Lecker, lecker, lecker. Ich glaube, es reicht erstmal. So. Welcome aboard, Captain. So, dann wollen wir mal. Erstmal essen. Also wenn man länger schwimmt, fängt die Musik an. Habe ich das richtig verstanden? So, dann noch den. Den können wir auch noch machen. Und dann essen wir jetzt erstmal. Essen, essen. Vital signs stabilizing. So, den Blasenfisch, den können wir nochmal eben da reinschmeißen. Ins Aquarium. Schnell, bevor er kaputt geht. Schnell. Zu meinen Guppies. Los, zu meinen Guppies. Los. Aber ich glaube, den Blasenfisch brauchen wir bald nicht mehr für trinken. Denn wenn wir die Wasserstation jetzt bauen können, wo ich mal reingucke. Blaupause? Nochmal zwei. Wo denn? Haben wir denn noch eine Blaupause? Haben wir eine neue bekommen? Ach hier, der gepökelte Fisch. Ja, der Lochfisch. Und der gekochte Lochfisch. Ja. Gepökelte Nahrung. Die Blaupause mit der Wasserstation. Wo haben wir die? Da wollte ich gucken, ob wir die bauen können. Wasseraufbereitungsstation. Da, Wasserfiltermaschine. Aerogel. Die Frage ist Aerogel. Wie stellt man das her? Das ist jetzt so eine Frage. Das können wir bestimmt nicht herstellen, ne? Ja. Aerogel. Schmierstoff, Chlorbleiche, Glas. Das können wir nirgendwo herstellen, ne? Da muss ich mich mal informieren, wie wir Aerogel herstellen. Wahrscheinlich über irgendeine Pflanze oder so. Schwebe besteht aus organischen Symbiose, liebenden Zyklus. Kann ich das vielleicht irgendwo... Weber, weiß ich nicht. Einpflanzen, genau wie das Kreaturenei oder so. Das kann man ja alles mal ausprobieren. Höhlenschwefel. Das Kreaturenei. Unbekanntes Ei. Ja, mit dem Aerogel muss ich mich dann erstmal informieren, weil das mit dem Wasser würde ich schon gerne machen wollen. Denn das wäre eine gute Alternative zum Blasenfisch. Ah, guck mal, das Bäumchen wächst. So, kann das hier rein? Nein. Das hier? Nein. Das hier? Nein. Und das sowieso nicht. Okay. Gut. So, tschüss meine Guppies. Hm? Na, meine Guppies, Guppies? Hm? Wo soll's denn hingehen? So, dann würde ich sagen, alles wieder rein ins Organische. Und ja, Freunde. Puh, Alter, einiges erlebt, einiges gesehen. Und ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein für diese Folge. Und wir sehen uns in einer weiteren wieder. Und dann, ja, mal schauen. Wir werden dann auf jeden Fall nochmal weiter auf Reisen gehen. Denn wir müssen ja noch ein paar Fragmente finden, Fragmente suchen, um halt die weiter auszubauen. Und die Spinde reichen vorne und hinten anscheinend nicht aus. Und ja, wir müssen auch noch weiter scannen. Wahrscheinlich die ganze Botanik. Und ja, mit unserem neuen Aquarium bin ich sehr stolz.
Das ist irgendwie richtig cool, finde ich, dass man ein eigenes Aquarium haben kann. Wir haben einen neuen Bioreaktor, also eine neue Stromquelle quasi. 725 Energie, das ist supi. Und wir haben ein Zuchtbecken. Quasi, wir haben unsere eigenen Fischlis. Das ist unfassbar gut. Also, richtig gut. Deswegen würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder bei Subnautica. Danke fürs Zusehen. Tschüss.